Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass du heute dabei bist. Ich bin mir sicher, dass Gott heute genau in dein Herz sprechen möchte. Auch wenn du vor dem Monitor sitzt und gar nicht im echten Gottesdienst sein kannst heute, möchte Gott trotzdem diese Zeit mit dir haben. Er liebt es, in deiner Gegenwart zu sein, wenn du in seine Gegenwart kommst. Und ich glaube, dass diese Zeit ganz wertvoll für dich sein kann. Wir sind gerade mitten in einer Predigtserie, die heißt »Warum bin ich so fröhlich?« Wenn du diese Predigt nachhören möchtest, dann kannst du es gerne tun auf YouTube oder auf unserer Homepage. Heute ist das Thema Dankbarkeit dran. Tim Meyer wird predigen und ich bin schon sehr gespannt. Ich finde ja, dass Dankbarkeit wirklich hauptsächlich eine Herzenshaltung ist. Es ist eine Einstellung zu den Dingen, die ich habe und zu meinem Leben. Manchmal ist es allerdings gar nicht so einfach, dankbar zu sein. Gerade dann, wenn stürmische Zeiten sind oder in Zeiten wie jetzt Corona, wo man sich viele Sorgen macht oder auch in Schwierigkeiten steckt. Trotzdem denke ich, dass man Dankbarkeit lernen kann und dass man sich ein dankbares Herz anüben kann. Ich habe euch eine Idee mitgebracht, eine Methode, wie ihr euer eigenes Leben überprüfen könnt auf Dinge, wo ihr dankbar sein könnt. Und diese Methode nennt sich Fünf-Finger-Methode. Ihr könnt euch also überlegen, mit dem ersten Finger, für welche Dinge in meinem Alltag bin ich dankbar? Welche Dinge tun mir gut oder welche Menschen und Begegnungen tun mir gut in meinem Alltag? Ihr könnt euch überlegen, welche Stärken habe ich und welche Talente. Welche Dinge in der Natur inspirieren mich und machen mich fröhlich? Welche Menschen liebe ich von Herzen? Und wem kann ich heute etwas Gutes tun? Und gerade in Bezug auf diese letzten beiden Dinge, das eignet sich total gut, denn heute ist Muttertag. Wir könnten das doch einfach ausprobieren. Überlegt euch in dieser freundlichen Minute, die wir gleich haben, für welche Dinge seid ihr eurer Mutter dankbar? Welche Dinge hat sie in euer Leben hineingebracht? Wie hat sie euch beeinflusst und geprägt, für was ihr dankbar sein könnt? Und wie könnt ihr das ausdrücken? Ihr könntet vielleicht eurer Mutter einen Brief schreiben oder eine WhatsApp. Das könnt ihr vielleicht jetzt direkt schnell machen. Oder vielleicht wollt ihr euch etwas vornehmen, was mehr Zeit braucht. Überlegt euch einfach in diesen 2 Minuten, die wir jetzt haben, in dieser kurzen Pause, für wen bin ich dankbar in meinem Leben? Und insbesondere in Bezug auf meine Mutter. Für was kann ich da dankbar sein und wie kann ich ihr das zeigen? Schön, dass ihr wieder da seid. Ich glaube, euch sind bestimmt viele Sachen eingefallen, für die ihr dankbar sein könnt. Und ich will euch echt ermutigen, auch daran zu bleiben und Dinge, die ihr euch vorgenommen habt, in eurem Herzen auch umzusetzen. Und wirklich vielleicht den Brief zu schreiben, an den ihr gedacht habt oder das Telefonat zu führen. Wir wollen jetzt eine Zeit von Lobpreis haben. Wir wollen vor Gott kommen und wollen ihm Lieder singen und auch da unsere Dankbarkeit ausdrücken. Und auch wenn ihr euch gerade nicht so richtig dankbar und glücklich fühlt, es ist trotzdem gut, sich auf die guten Dinge zu konzentrieren und Fokus darauf zu setzen und Gottes auch zu sagen und zu bringen. Vielen Dank an dieser Stelle an die Familienkirche in Wuppertal, deren Lieder wir jedes Mal nehmen dürfen. Das ist echt großartig. Ja, ich will euch ermutigen, in dieser Zeit wirklich euer Herz Gott auszuschütten, laut mitzusingen. Vielleicht habt ihr Lust aufzustehen oder euch hinzuknien. Nehmt diese Zeit einfach und macht sie zu eurer persönlichen Gebetszeit. Am Anfang möchte ich jetzt noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, auch Online-Gottesdienst zu feiern. Danke, dass du trotzdem da sein möchtest und dass du trotzdem da bist. Wir kommen trotzdem zusammen mit 2 und 3 und ganz vielen. Und du hast versprochen, dass du da mitten unter uns bist. Und ich bete, dass wir deine Gegenwart spüren können. Dass wir deine Ermutigung und deine Liebe spüren können und dass du diese Zeit nimmst, um in unser Herz zu sprechen. Wir legen dir diese Zeit des Gottesdienstes jetzt hin und ja, wir wollen einfach von dir mehr erfahren. Amen.
Viel Spaß bei der Predigt und beim Lobpreis. Du bist der Gott, der mein Herz wirklich kennt. Vom Tiefpunkt meines Lebens bis zum Neuanfang. Vergeben, völlig frei und so geliebt durch dich. Du bist der Grund, warum ich Freude spüre. Durch dich bin ich erlöst, ich lass mich fallen bei dir. Vergeben, völlig frei und so geliebt durch dich. Nicht anders als zu sehen, grenzenlos ist die Freude, weil die Mauern durch dich fallen. Ich seh das Kreuz, ich spür die Freiheit, du belebst mich. Ich erheb nur schaue nicht zurück, vor mir liegt eine Zukunft fest in deiner Hand, für immer und für ewig nah bei dir, du bist treu. All meine Sorgen in dir verloren, nur deine Freiheit bleibt, wenn ich begreife, wie gut du bist, Herr, kann ich nicht anders als zu sehen. Grenzenlos ist die Freude, weil die Mauern durch dich fallen. Ich seh das Kreuz und spür die Freiheit, du belebst mich. Mein Herz umgeht, sie ist grenzenlos. Deine Treue, die mich nie verliert, sie ist unendlich groß. Alles, was mich auf den Füßen hält, es wird schwerelos. Herzlich willkommen zu unserem 8. Online-Gottesdienst in Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So cool, dass du am Start bist. Wir befinden uns gerade in der Predigtserie Warum bin ich so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich? Eine gute Frage, weil wenn du dich mal umschaust, wenn du vielleicht mal die letzten Sonntage und Gottesdienste reflektierst, dann könnte man meinen, man hatte schon mal fröhlichere, einfachere Umstände, um gemeinsam Gottesdienst zu erleben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass du und ich fröhlich bin für diese Art von Gottesdienst, die wir erleben dürfen, oder nicht? Wenn du sagst, du bist fröhlich für diese Art und Weise, online Wohnzimmer-Gottesdienst zu feiern, dann hau doch jetzt nochmal ganz kurz in den Live-Chat, falls du Premiere guckst, einen Daumen nach oben hoch.
Ich bin so fröhlich für diese Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern. Und ich glaube, wir sind fröhlich, weil wir diese Möglichkeit haben, Gottesdienst in dieser Art und Weise zu feiern. Wir sind dankbar für Gottesdienst Woche für Woche. Wir sind dankbar für Online-Kleingruppen, Online-Gebet und Lobpreis, alles in einer anderen Art und Weise und mit nicht so schönen Umständen. Aber wir sind dankbar und das führt uns, glaube ich, so häufig zur Fröhlichkeit. Und genau das ist das Thema, warum bin ich so fröhlich? Dankbarkeit. Und wahrscheinlich haben wir mehr oder weniger teilweise mehr Gründe, irgendwie enttäuscht oder traurig zu sein, dass unser Gottesdienst nicht so normal und live abläuft wie sonst, oder? Mit ganz vielen Umarmungen, mit Kaffee und Snacks danach, mit Kindergeschrei und was auch immer. Aber ich glaube, wir sind doch fröhlich für die Zeit, die wir jetzt hier erleben können, Woche für Woche, weil wir dankbar sind. Und ich möchte dich mal ermutigen, ein letztes Mal, schreib mal ein großes, fette Danke in den Live-Chat. Weil ich bin überzeugt, dass dein Danke, dass deine Dankbarkeit etwas verändert. Ich glaube, Dankbarkeit verändert etwas in deinem und in meinem Leben. Und wir kennen das aus dem Alltag. Und ich möchte mal ganz praktisch werden, auch gerade für heute an diesem Tag. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Kind bist, okay, und wir sind ja alle Kinder, egal ob alt oder jung, wir haben alle Mama und Papa. Und ihr wisst selber und erlebt es vielleicht oder habt es erlebt, dass selbst eine Mama manchmal einen die Fröhlichkeit nehmen kann, wenn man das so sagen möchte. Ganz egal, was passiert, ob es eine Meinungsverschiedenheit ist, ein Streit, was auch immer. Man kann mal sich die Fröhlichkeit gegenseitig nehmen, aber wenn man dann mal ins Nachdenken kommt, ein bisschen Zeit verstreichen lässt, vielleicht sogar eine Nacht drüber schläft, so merkt man, hey, wie dankbar kann ich für meine Mama sein? Wie dankbar bin ich für die Sachen, die meine Mama schon alle für mich getan hat, die ganzen Sorgen und Ängste, die sie trägt für mich als Kind. Und ich glaube, das wollen wir mal ganz praktisch tun, ohne dass ich schon viel über Dankbarkeit gesagt habe. Lass uns heute im Laufe des Tages mal uns nachdenken, für was sind wir dankbar und dann unserer Mama sagen. Und ich möchte dich ermutigen, ob es vielleicht völlig normal ist, dass deine Mama dich tagtäglich bemuttert, vielleicht du schon lange keinen Kontakt mehr mit deiner Mama hattest oder sogar im Streit bist, dass du mal anfängst, ihr Danke zu sagen. Und ich kann dir sagen, es wird sich etwas verändern, weil ich bin davon überzeugt, dass Dankbarkeit etwas verändert. Und ich glaube, das erleben wir nicht nur vielleicht bei unseren Eltern oder bei unseren Kindern, sondern wir erleben es auch im Alltag. Wie häufig erleben wir, dass ein Danke an der Kasse am Supermarkt ein trauriges Gesicht in ein lächelndes Gesicht verwandelt? Oder auch ein Danke zum Tankwart vielleicht den Arbeitstag für diesen Tankwart rettet? Oder vielleicht auch ein Dankeschön an eine Krankenschwester oder an einen Arzt, wieder ganz neu Leidenschaft und Motivation für den Job, für den sie sich entschieden haben, mitbringt. Ich glaube, Dankbarkeit bei uns im Leben und auch bei anderen Menschen verändert etwas. Und ich glaube, es sind nicht nur die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, was Dankbarkeit bewirkt. Ich habe von einem Experiment gelesen, dass sogar in der Wirtschaft dieses Phänomen Dankbarkeit genutzt wird, um mehr Profit, wenn man so sagen will, gemacht werden kann. Und das ist so, man hat beispielsweise ein Experiment mit einem Juwelier gemacht und das war so, dass der Juwelier, wenn ein Kunde bei ihm etwas gekauft hat, dass er ihm danach, nach diesem Kauf angerufen hat und hat ihm Danke gesagt, dass er bei ihm im Laden eingekauft hat. Und das Ergebnis von diesem Experiment war, es wurde 70% mehr bei ihm eingekauft, nach diesem aufgrund von diesem Anruf, als wenn nie ein Dankesanruf eingegangen wäre. 70%. Dankbarkeit verändert etwas. Und man hat noch ein Experiment gemacht, beispielsweise hat man geguckt, wie sich das Trinkgeldverhalten bei Stammkunden in einem Restaurant verändert. Und man hat herausgefunden, dass wenn man nur Danke auf die Rechnung druckt oder auch schreibt, was auch immer, ich achte da ehrlich gesagt nicht drauf, dann fällt das Trinkgeld um einiges höher auf bei Stammkunden. Dankbarkeit verändert etwas. Ob wir es glauben oder nicht, okay, ob wir es schon selber erlebt haben, ich bin überzeugt, Dankbarkeit verändert etwas. Und die Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind ja schon wirklich inspirierend. Sie zeigen uns auch wieder ganz neu diesen Wert und diese Power von etwas Einfachem wie Danke oder Dankbarkeit zu haben. Aber wenn wir mal in Gottes Wort gucken, wenn wir in die Bibel gucken, dann erleben wir und besser gesagt lesen wir von dieser Dankbarkeit und merken, dass noch eine viel größere, eine viel stärkere Verheißung auf diesem Wert liegt. Und noch viel mehr Veränderung durch eine Dankbarkeit gegenüber Gott geschehen kann.
Und genau deswegen ist es, glaube ich, für dich und mich, für uns vielleicht als Nachfolger Jesu, so wichtig, diesen Wert Dankbarkeit wieder im Leben zu haben und wirklich umzusetzen und ganz neu verändert zu werden, ganz neu unser Leben auf den Kopf stellt. Und da wollen wir gleich mal in die Bibel gucken. Und zwar, wenn wir in die Bibel gucken, dann fällt uns eine Person ein, und zwar Paulus. Okay, wir kennen Paulus. Der Schreibanteil von Paulus im Neuen Testament ist relativ hoch. Und Paulus, seine Briefe strotzen nur von Danke gegenüber, seine Briefe strotzen nur von Dankeschön bezüglich Gemeinden, bezüglich Geschwistern. Und nicht nur das, sondern Paulus fordert so häufig in seinen vielen unterschiedlichen Briefen auf, die Gemeinde auf, dass sie voller Dankbarkeit gegenüber Gott sind. Trotz schwierigen und herausfordernden Situationen. Und beispielsweise lesen wir dort in 1. Thessaloniker 5, Vers 18 folgendes: Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankt Gott in jeder Lage, schreibt Paulus da der Gemeinde in Thessaloniki. Und die Lage, in der sich Paulus wie auch die Gemeinde befindet, ist folgende: Sie sind beide, also die Gemeinde und Paulus, werden verfolgt. Es herrscht eine Christenverfolgung in dieser Stadt, und sie ist so schlimm und so groß, dass sogar Paulus selbst als Missionar dieses Land, diese Stadt verlassen muss und fliehen muss. Und in dieser Situation schreibt Paulus: Hey, seid in jeder Lage dankbar. Verrückt, oder? Wie? Was bewirkt diese Dankbarkeit? Was verändert diese Dankbarkeit? Und das Interessante ist, er schreibt es nicht nur im Thessalonikerbrief, sondern wir lesen diese konkrete Ermutigung und Aufforderung, dankbar zu sein, nicht nur im Thessalonikerbrief, sondern wir lesen im Kolosserbrief, im Philipperbrief und im Korintherbrief. Und jedes Mal, ganz egal zu welcher Gemeinde, in welcher Situation, in welcher Art und Weise es passiert, die Umstände scheinen nie passend. Im Gegenteil, sie scheinen eigentlich immer unpassend, wie zum geht nicht mehr. Dankbar sein in den Situationen ist echt unmöglich. Aber Paulus fordert sich selber, wie die Gemeinde uns auch auf, in jeder Lage dankbar zu sein. Und ich möchte eigentlich heute diesen Gedankengut von Paulus mit uns gemeinsam angucken. Und davor denke ich, möchte ich ganz kurz das Leben von Paulus mal angucken. Ich glaube, wir kennen so ein bisschen das Leben und die Lehre von Paulus, und wir merken, wie er so voller Leidenschaft und Freude ist, oder? So viel Fröhlichkeit durch seine Briefe irgendwie zu Vorschein kommt, trotz diesen schwierigen und herausfordernden Umständen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, sagen wir, in meinem Alter und meine Generation erleben gerade eben durch diese Corona-Krise das erste Mal so, können wir teilweise verstehen, was es bedeutet, mal ein bisschen eine Krise zu haben oder Umstände, die schwierig sind, weil das davor ich in meinem Leben noch nie hatte. Und ging es immer gut und geht es wahrscheinlich auch immer noch gut. Aber wir merken, hey, es gibt jetzt gerade so viel Erschütterung in allen möglichen Bereichen, dass wir ganz neu irgendwie herausgefordert sind, dankbar zu sein. Und genau uns, genau mich spricht Paulus auch an und die Bibel, dass wir dankbar sind in jeder Lage. Und ich möchte, bevor ich jetzt dann wieder zum Paulus zurückkomme, noch eine kleine Geschichte erzählen, die gar nichts mit Paulus zu tun hat, die auch ganz woanders in der Bibel steht, und zwar im Alten Testament, und zwar die Geschichte von Daniel und der Löwengrube. Ich glaube, die meisten kennen diese Geschichte. In der Geschichte ist folgendermaßen, oder geht es darum, dass es wird ein Gebot veranlasst, dass der König veranlasst, dass wenn irgendein Mensch in diesem Land einen anderen Gott oder einen anderen König verehrt oder anbetet, dann muss er in die Löwengrube geworfen werden, und das bedeutet Todesurteil. Und dieses Gesetz wurde eigentlich auch nur für Daniel oder aufgrund von Daniel eingeführt, weil die Leute wussten, dass Daniel immer schön regelmäßig zu seinem Gott betet. Und dann lesen wir Folgendes in Daniel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Verrückter Vers. Und ich habe mir das angeguckt, oder besser gesagt erstmal für den Kontext. Eigentlich bekommt Daniel sein Todesurteil. Und was macht er? Wie er es gewohnt war, kam er zu Gott, betete, lobte und dankte Gott. Und ich habe ins Hebräische geguckt, so wie es wirklich in der Bibel steht, wie es aufgeschrieben wurde. Und wir merken, dass in diesem
Text, die das Wort lobte und dankte gar nicht vorkommt, oder wir übersetzen es im Deutschen als lobte und dankte. Im Hebräischen steht nur das Wort danke, wenn wir es übersetzen. Also Daniel betet und dankt in dieser Situation, in seinem Todesurteil, Gott. Er ist dankbar gegenüber Gott. Richtig verrückt, oder? Und wir lesen auch, dass er es so, wie er es vorher zu tun pflegte, er macht. Das bedeutet, er hat in jeder Lage Gott gedankt. Bevor es vielleicht ihm gut ging, obwohl ihm davor er in Babylon auch im Exil ist und unterdrückt wurde. Aber jetzt hat er ganz genau weiß, er wird in die Löwegrube kommen, wenn er bei der Sache erwischt wird. Und er dankt trotzdem Gott in dieser Lage. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und wie du das Leben von Daniel und auch die Geschichte von der Löwengrube so ein bisschen betrachtest und liest. Ich merke irgendwie von Daniel nicht, dass er völlig unsicher, ängstlich und voller Sorgen durch diese Zeiten geht, sondern dass er voller Gottesvertrauen, voller Zuversicht, voller innerlichen Frieden durch die Zeit geht. Und auch ganz praktisch und bildlich, wie wir diese Geschichte kennen und lesen, wie er mit Gottes Frieden und mit voller Vertrauen in dieser Löwengrube ist und überlebt. Unglaublich, oder? Ich glaube, Dankbarkeit verändert etwas in dir und in mir. Und Gott möchte das bezwecken. Und deswegen kommen wir zu unserem Haupttext heute. Und zwar steht er in Philipper 4. Und in Philipper 4, 7 bis 8 lesen wir Folgendes. Schreibt selbstverständlich Paulus an die Gemeinde in Philippi. Dort steht, seid um nichts besorgt. Nichts Einfaches, ne? Sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Verrückt. Verrückt, okay? Weißt du, warum verrückt? Weil Paulus ruft sich selber wie die Gemeinde auf, hey, macht euch überhaupt keine Sorgen, seid einfach dankbar gegenüber Gott. Obwohl die Situation folgende ist, die Gemeinde in Philippi wird verfolgt. Es geht um Leben und Tod. Es ist eine unglaublich schwierige Situation, unglaublich große Krise. Und Paulus selbst, vielleicht dachte man ja, Paulus hat vielleicht gerade Urlaub und ist extrem dankbar für Sonne und Meer, was auch immer. Nee, Paulus sitzt auch im Gefängnis und fordert auf, ohne Sorgen dankbar zu sein. Unglaublich verrückt. Und das Interessante ist, er schreibt es nicht nur der Gemeinde, sondern er schreibt es auch in Kolosser 3, Vers 15, eigentlich genau die gleiche Sache. Dort lesen wir Folgendes, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr euch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Vielleicht denkt ihr jetzt, gut, Kolosser, da ging es den Kolossern gut und Paulus gut. Falsch gedacht. Okay, Kolosser war genauso mit Verfolgung und Unterdrückung ausgesetzt und ihnen ging es gar nicht gut, im Gegenteil. Und Paulus? Paulus war im gleichen Gefängnis, wie schon als er den Philippern geschrieben hat, seid dankbar. Hey, trotz diesen Umständen, trotz diesen nicht schönen, nicht unglaublich schrecklichen Umständen, schreibt Paulus diese Forderung, hey, seid dankbar. Und wenn wir uns das vorstellen, Paulus schreibt diese radikalen Worte und möchte, dass die Gemeinde vor Ort, wie er dankbar gegenüber Gott ist, obwohl Paulus tagtäglich oder gerade eben voller Todesangst in dieser Zelle sitzt. Er Angst um seine Gesundheit hat. Angst, er weiß nicht, ob er morgen noch lebt. Er weiß nicht, was passiert, ob er freigelassen wird. Und nicht nur das, er hat innerliche Sorgen und Ängste. Er hat Angst, dass er seinen Job verliert oder besser gesagt, dass sein Job umsonst war. Er hat Sorgen und Angst um seine Geschwister, um die Gemeinden, mit denen er vielleicht vor noch ein paar Wochen und Tagen oder Monaten gemeinsam Gottesdienste gefeiert hat, gemeinsam vielleicht sie getauft hat, gemeinsam gegessen haben. Er weiß, dass gerade im Moment möglicherweise römische Soldaten dafür sorgen, dass die ganzen Geschwister nicht mehr lange leben. Und durch diese Umstände, durch diese Situation, in dieser Lage befindet sich Paulus und er fordert diese Gemeinde auf, die genauso schwierige Umstände hat, seid dankbar, macht euch keine Sorgen. Wie kann das funktionieren? Und als ich diese Geschichte und mich in Paulus seine Situation versetzt habe, dachte ich mir, hey, es passt so gut in unsere Situation. Wir sind nicht im Gefängnis, aber wir sind in Quarantäne. Wir sind eingesperrt zu Hause. Wir machen uns Angst um Sorgen um unsere Gesundheit. Wir wissen nicht, wir haben Angst, dass wir angesteckt werden. Wir machen uns Sorgen um Geschwister, um Großeltern, um unsere Kinder, dass sie nicht angesteckt werden. Wir machen uns Sorgen um unsere Arbeit, ob wir unsere Arbeit noch länger haben, ob wir genügend Geld haben. Und wir merken, dass Sorgen und Ängste und eine Schwere uns begibt. Und Paulus
fordert uns aus, Gottes Wort fordert uns auf, in dieser Situation dankbar zu sein. Verrückt. Warum kann Paulus so dankbar sein gegenüber Gott? Wieso schafft er es? Was verändert Dankbarkeit? Und wenn wir uns mal genau diese zwei Verse, die wir gerade angeguckt haben, anschauen, und wir werden sie mal hier einblenden lassen, rechts und links, einmal den Philipper-Vers und einmal den Kolosser-Vers, dann fallen uns drei Dinge auf. Die erste Sache, die uns auffällt, die Umstände sind jeweils gleich. Bei der Gemeinde, bei der anderen Gemeinde, wie auch bei Paulus. Alles unglaublich schwierige, herausfordernde Umstände. Die zweite Sache, die auffällt, ist, Paulus ruft bei beiden Malen ganz radikal auf, seid dankbar gegenüber Gott. Seid dankbar. Und das dritte ist, bei beiden Male verheißt er eine Sache, und zwar den Frieden Gottes, der in unser Herz kommt, wenn wir dankbar sind. Der Friede Gottes. Und ich habe nur einen Punkt, eine Überschrift für dich heute. Und zwar, Dankbarkeit gegenüber Gott vertreibt deine Sorgen und gibt dir göttlichen Frieden. Dankbarkeit gegenüber Gott vertreibt deine Sorgen und gibt dir göttlichen Frieden. Wir lesen dort von dem Frieden, der in unserem Herzen ankommt, wenn wir dankbar sind. Wir lesen aber nicht von irgendeinem Frieden, der einfach nur mal ganz kurz da ist. Einen Instant-Frieden, der uns mal ganz kurz ein Lächeln ins Gesicht zaubert, uns einen schönen Tag oder eine schöne Zeit gibt, sondern wir lesen von einem Frieden, der unseren Verstand übersteigt, der in unserem Herzen wie in unserem Kopf durch Jesus Christus bewahrt wird. Und ich glaube, genau diesen Frieden braucht die Menschheit. Genau diesen Frieden brauchst du und ich. Ich glaube, genau diesen Frieden Gottes, nach diesem Frieden sehnt sich jedes menschliche Herz und jede menschliche Seele. Einen Frieden, der eben nicht von dieser Welt ist. Einen Frieden, der eben nicht rational erklärbar ist. Einen Frieden, der nicht erschüttert wird durch irgendwelche Umstände, durch irgendwelche Krisen. Ja, nicht mal der Tod kann uns diesen Frieden nehmen. Jesus sagt in Johannes 14 Folgendes zu seinen Jüngern. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Herr Jesus gibt uns einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Einen Frieden, den die Welt uns niemals geben kann. Und das ist der Frieden, den wir wirklich brauchen. Der Frieden, der wirklich unsere Sorgen, unsere Ängste, unseren Hunger stillt. Diesen Frieden Gottes, den Gott in uns bewirken möchte. Und ich glaube wirklich, durch diese Dankbarkeit gegenüber Gott werden unsere Sorgen vergehen und göttlicher Friede wird in unser Herz ankommen. Und warum Dankbarkeit so eine Verheißung mit sich bringt, ist, glaube ich, gar nicht so weit weg oder unverständlich, sondern wenn wir uns angucken, was so eine Krise, die wir gerade erleben, oder auch Ängste und Sorgen mit sich bringen, so merken wir eine Sache. Ängste und Sorgen treiben uns in den vergeblichen Versuch, irgendwie unser Leben, unsere Zukunft, unsere Umstände unter Kontrolle zu haben, oder? Wir versuchen, so mit unseren Sorgen und Ängsten Kontrolle zu haben über unser Leben, über Zukunft, was kommt, Ängste und Sorgen. Aber wir werden es niemals schaffen, Kontrolle über unser Leben zu haben. Sondern wir werden immer in Sorgen und Ängsten und Unfrieden enden. Dankbarkeit hingegen, Dankbarkeit gegenüber Gott, zeigt uns, was uns Gott in dieser Zeit gerade oder auch in der Vergangenheit schon alles geschenkt hat. Und wir können voller Zuversicht und voller Frieden, innerlichen Frieden, nach vorne gucken. Und außerdem zeigt diese Dankbarkeit gegenüber Gott, dass wir ihm die Kontrolle über unser Leben haben, dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Dankbarkeit gegenüber Gott vertreibt deine Sorgen und gibt dir göttlichen Frieden. Und da merken wir auch, hey, was Dankbarkeit alles bewirken kann. Dankbarkeit gegenüber Gott. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese radikale Dankbarkeit haben. Paulus hat so eine radikale Dankbarkeit, so würde ich es gerne ausdrücken. Und vielleicht denkst du dir, wie kann ich in dieser Zeit oder warum überhaupt, wie kann ich es schaffen, so radikal dankbar zu sein gegenüber Gott? Ich glaube, du kannst radikal dankbar sein, weil wir eine radikale Errettung erlebt haben. Wir haben eine radikale Errettung durch Jesus Christus erlebt. Eine Errettung, die uns niemand nehmen kann. Keine Umstände, keine Krise, nicht mal der Tod. Wir haben eine Errettung durch Jesus erlebt und deswegen können wir dankbar sein.
Jesus sagt wieder zu seinen Jüngern, bevor er die Erde verlässt, in Johannes 16 folgendes: Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr mir Frieden, in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Hey, wir können radikal dankbar sein, weil wir eine radikale Errettung erlebt haben. Deine Sorgen, deine Ängste, diese Situation, deine Umstände, deine Zukunftssorgen hat Jesus überwunden, weil Jesus hat die Welt überwunden. Eine radikale Dankbarkeit aufgrund von einer radikalen Errettung. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir dankbar gegenüber Gott werden, dass unsere Sorgen vergehen und ein göttlicher Friede in unser Herz kommt, den wir alle brauchen und suchen und nach dem wir uns wirklich ausstrecken. Und ich möchte dich ermutigen, hey, ein Paulus, ein Daniel, die haben diesen göttlichen Frieden erlebt und sie konnten durch diese unglaublich schwierigen Situationen, durch Todesurteil und was auch immer, durch eine Löwengrube gehen, nicht weil sie stärker waren, nicht weil sie bessere Menschen waren, sondern weil sie gelernt haben und regelmäßig durch Gottes Hilfe völlig dankbar vor ihn kamen. Und der Frieden Gottes kam in ihr Herz. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in der Situation, in diesen Umständen, in dieser Krise, was du gerne möchtest. Aber ich möchte gerade nichts mehr als immer mehr diese Schwere, die ich auf meinem Herzen habe. Diese Sorgen, dieses Versuchen, mein Leben zu kontrollieren, Sicherheit und Komfort zu erlangen, indem ich mir Sorgen und Ängste mache, ehrlich gesagt abzugeben, loszulassen und einen Frieden zu bekommen, den ich vielleicht rational gar nicht verstehen kann, weil rechts und links Stürme toben und Umstände vorhanden sind, die unglaublich schrecklich sind. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, voller Dankbarkeit vor Gott zu kommen, wird der Frieden Gottes in unser Herz kommen. Eine radikale Dankbarkeit aufgrund von einer radikalen Errettung. Und lass uns jetzt Zeit nehmen, Danke zu sagen. Lass uns ganz neu Danke sagen. Danke für den Tod Jesu. Danke für die Auferstehung. Danke für den Heiligen Geist, für den Beistand. Danke für Gottes Wort. Danke für unsere Kirche, für so viel Danken. Danke, dass uns nichts und niemand, weder Hohes noch Tiefes, von der Liebe Gottes trennen kann. Und wir möchten uns jetzt diese Zeit nehmen. Wir werden jetzt ganz kurz eine Zeit der Stille haben, wo wir nur ein bisschen Musik hören. Und ich möchte dich ermutigen, fang an, Danke zu sagen. Radikal Danke für diese radikale Errettung, die wir erleben durften. Und lass uns Gottes Frieden ganz neu in unserem Herzen, ganz neu in unser Herz bekommen. Ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt anfängst, Gott Danke zu sagen. Und dann werden wir nach dieser Zeit in einen Worship-Song gehen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deine Dankbarkeit in diesem Lied zum Ausdruck bringst.
Jesus. Lass uns doch ein letztes Mal gemeinsam dieses Lied singen. Wenn du magst, kannst du einfach an dem Ort, wo du gerade stehst, Gott dir Hände entgegenstrecken. Lass uns gemeinsam singen. Ich stehe vor dir. Ich stehe vor dir mit erhobenen Händen, weil du dein Leben für mich gabst. Ich stehe vor dir, hab mich hingegeben, ich gehöre dir, Jesus. Herr Jesus, danke. Danke für diese radikale Errettung, die wir durch dich erleben durften. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke dir, dass wir dankbar sein können für so viele Dinge, und zwar am allermeisten für diesen Frieden, für deinen Heiligen Geist, den du in uns gegeben hast. Ich danke dir, dass wir keinen Geist der Furcht mehr haben, sondern einen Geist der Sohnschaft, einen Geist der Kraft, Liebe und der Besonnenheit. Ich danke dir, dass wir selbst dankbar sein können in Schwierigkeiten, weil du dadurch unseren Glauben stärkst und uns immer vollkommener machst. Danke, Herr Jesus. Amen. Ich hoffe, du konntest deinem Retter, du konntest Jesus ganz neu Danke sagen. Eine radikale Dankbarkeit. Und ich will euch noch eine Sache mitgeben, vielleicht auch für den Alltag. Wenn du mal wieder merkst, dir fehlt der Frieden Gottes, du willst wieder ganz neu radikal dankbar sein, dann lest doch mal Psalm 4. Und ich möchte diesen Psalm 4 ganz kurz vorlesen und euch damit einen Segen mitgeben und einfach den Gottesdienst so beenden. Und wir lesen hier Folgendes. Der Psalm schreibt David mit der Überschrift Abendgebet in großer Bedrängnis. Und ich will gar nicht viel dazu sagen, David steht unter Bedrängnis und schreibt folgende Verse. Wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir. Du bist der Gott, der für mein Recht eintritt. Aus großer Bedrängnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft. Sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet. Ich frage euch, ihr Angesehenes meines Volkes, wie lange zieht ihr noch meine Ehre in den Schmutz? Wie lange liebt ihr noch die Falschheit und verbreitet eure Lügen? Begreift doch, dass sich der Herr für mich entschieden hat. Er selbst hat mich berufen als einen Mann, der ihm die Treue hält. Der Herr wird mich erhöhen, wenn ich zu ihm bete. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Bringt Gott die Opfer dar, die er von euch möchte. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn. Viele Leute hört man klagen, was haben wir noch Gutes zu erwarten? Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke wieder neue Hoffnung. Jetzt gut aufpassen. Tiefe Freude hast du mir gegeben. Sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. Der Friede Gottes sei mit euch. Seid gesegnet und danke, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Ja, zum Thema Dankbarkeit habe ich eigentlich ein Erlebnis, das mich damals, als es passiert ist, total erstaunt hat und mich eigentlich immer wieder erstaunt, wenn ich dran denke. Vor 3 Jahren habe ich die Diagnose Brustkrebs bekommen, war dann 10 Monate in Therapie, also erst Operation, dann Chemotherapie. Und in diese Zeit ist mein 49. Geburtstag gefallen. Da hatte ich so 2 Drittel der Chemo hinter mir. Und bei uns in der Familie haben wir die Tradition, dass alle, die nicht Geburtstag haben, das Frühstück herrichten für denjenigen, der Geburtstag hat. Also lag ich früh im Bett und war eigentlich schon wach und durfte aber noch nicht aufstehen und nicht raus aus dem Schlafzimmer, weil meine Familie das Frühstück vorbereitet hat. Und ich lag so im Bett und habe so angefangen, über mein Leben nachzudenken. Macht man ja vielleicht manchmal an seinem Geburtstag. Und dann habe ich so nachgedacht und dann sind mir so viele Sachen eingefallen, für die ich dankbar bin. Das ging ja von einem ins andere. Mit meinen Kindern, dass die sich so toll entwickelt haben, dass auch so Entscheidungen, die in dem Moment manchmal schwierig waren, mit Schule und irgendwas, dass Gott da so gut geführt hat, wie ich eine Arbeitsstelle schon bekommen habe. Und mir ist so viel eingefallen, auch wie ich durch diese Krankheit, die mir nicht erspart geblieben ist, aber wie Gott mich durchgetragen hat. Und ich lag nach ein paar Minuten lag ich in meinem Bett. Ich habe mich dann an die Bettkante gesetzt und habe geweint vor Glück. Ich war Gott so dankbar. Ich habe keinen einzigen irgendwie Hader oder irgendwas gehabt, wobei es irgendwie die Umstände so hergegeben hätten. Und
das hat mich doppelt glücklich gemacht, weil es irgendwie so unerwartet war, weil es mich so beschenkt hat, weil es mir so viel Kraft gegeben hat und weil es einfach nicht natürlich war. Und dieser Geburtstag, der wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Der ist mir so bewusst und gerade diese Dankbarkeit, es war so ein Geschenk und wirklich diesen Perspektivwechsel oder jetzt einfach diesen Blick und Gott hat mir so die Augen geöffnet für die vielen Sachen, wo ich dankbar sein kann, obwohl die Situation in dem Moment nicht einfach war. Euch zur Ermutigung und ihm zur Ehre. Ja, das war eine starke Predigt von Tim. Und all diese Worte nützen aber gar nichts, wenn du nicht anfängst, diese Worte in dein Herz zu übernehmen und Gott wirken zu lassen. Und wenn du nicht mutig bist, auch mal Dinge auszuprobieren und aus deiner Komfortzone herauszukommen. Ich will dich ermutigen, einfach in der nächsten Woche Dinge auszuprobieren, die du vorher noch nicht ausprobiert hast, und einfach in Gottes Hand zu bleiben. Wenn du mehr über unsere Kirche erfahren möchtest oder auch darüber, wie du Jesus kennenlernen kannst, dann schau unten in der Infobox. Dort sind Videos verlinkt, die du gerne anschauen kannst, um mehr zu erfahren. Du kannst unsere Kirche unterstützen, indem du das Video likest, es weiterverteilst und andere Menschen damit eine Freude machst. Oder indem du uns unterstützt finanziell. Wie du uns unterstützen kannst und wie du spenden kannst, siehst du hier oder auch unten in der Infobox. Die Jugendkirche trifft sich auch. Da bist du eingeladen, einfach dazu zu kommen. Immer mittwochs jetzt um 20 Uhr haben die einen lustigen Gottesdienst, der interessant und unterhaltsam ist, mit Tiefgang und Input und der sich wirklich lohnt anzuschauen. Sei dabei, Mittwoch um 20 Uhr. Und ab nächste Woche, eigentlich ab diese Woche schon, gibt es auch wieder Live-Gottesdienste. Wir wollen immer beides gleichzeitig haben, damit jeder auch wirklich teilnehmen kann. Wenn du bei einem Live-Gottesdienst wieder dabei sein willst, so ein echter Gottesdienst bei uns in der Halle, dann musst du dich anmelden über die Homepage. Mach das, weil wir müssen die Halle bestuhlen und wir können nur für eine bestimmte Anzahl von Leuten bestuhlen. Wir freuen uns, wenn du kommst, aber du musst dich anmelden. Ja, bis nächste Woche wieder. Wir sehen uns. Gott befohlen.